Hallo liebe Tieftonliebhaberinnen und lieber Tieftonliebhaber, hier ein kurzer Bassquickie zu den 4 Muting-Techniken, die es gibt. Also abgedämpftes Spielen, los geht's. Im Prinzip gibt es nämlich nur 4 verschiedene Sounds, wie du abdämpfen kannst. Hier kommt Nummer 1, mit Plektrum. Und zwar kriegst du mit Plektrum einen bisschen härteren Anschlag, also mehr Attack. Und das passt in Kombination zum abgedämpften Spielen manchmal sehr gut. Was du dazu tust, ist, du dämpfst einfach die Saiten mit deiner rechten Hand, also mit deiner Spielhand ab. Und dazu legst du einfach mal die Seite deiner Hand, also die Seite des kleinen Fingers, auf die Saiten. Ganz leicht. Und zwar direkt hinten an der Brücke. Und dann spielst du mit dem Plektrum mal die E-Saite. Und dann ist es ein bisschen probieren. Du kannst die Hand weiter nach vorne schieben und dämpfst dadurch mehr ab. Nicht zu viel, du willst natürlich immer noch einen Ton bekommen. Ohne würde es so sein, mit abdämpfen. Du musst nicht richtig drücken, sondern nur die Hand drauflegen, dass die Saite eben nicht richtig schwingen kann. Und wie gesagt, du musst ein bisschen probieren. Weiter vorne, das wäre zum Beispiel zu weit, da kriegt man keinen Ton mehr. Das wäre gut. Mal mit Drums probieren. Methode Nummer 2, genau das gleiche, aber dann ohne Plektrum. Du spielst jetzt mit deinem Daumen und deinen Fingern. Und dazu legst du deine Hand wieder auf die Saiten, ganz leicht, und spielst mit deinem Daumen die Saite an. Und dazu musst du wieder gucken, wo der Sweet Spot ist, damit du den besten Ton bekommst. Methode Nummer 3, mit deiner linken Hand, also deiner Greifhand abdämpfen. Die Rocco Prestia Methode. Rocco war der alte Bassist der Band Tower of Power. Und dazu spielst du eigentlich alle Noten nur mit deinem Zeigefinger. Und den Rest der Finger legst du auf deine Saiten. Nicht die Saiten runterdrücken, sondern nur eben dranlegen. Ich spiele jetzt die Note mit meinem Zeigefinger und die anderen Finger liegen nur auf den Saiten drauf. Also drücken die Saiten nicht runter. Und der Vorteil ist eben, dass du normal mit deinen 2 Fingern spielen kannst. Methode Nummer 4, du nimmst ein Stück Schaumstoff und steckst es dir hinten unter die Saiten. Und zwar auch wieder ganz hinten am Steg. So, du fummelst das einfach so ein bisschen unter die Saiten. Und guckst, dass dadurch die Saiten abgedämpft sind. Und auch da kannst du wieder ein bisschen probieren, dass du den Schaumstoff ein bisschen nach hinten schiebst. Und du hörst, es dämpft zwar die Saiten ab, hat aber noch mehr Sustain, also die Note hält länger an. Du hast nur eben dieses abgedämpfte Attack. Auch ein schöner Effekt. Das ist natürlich auch ganz logisch, denn so eine Saite schwingt da, wo sie aufliegt, natürlich viel weniger als da, wo sie frei schwingen kann. Insofern, je weiter du mit dem Schaumstoff nach vorne rückst, desto kürzer und abgedämpfter wird die Note. Und so hat jede der 4 Methoden eben seinen Klangcharakter. Spiel einfach.
einfach ein bisschen mit den Methoden rum, bis du deinen bevorzugten Sound gefunden hast. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!